Ich verehre ihn schon lang. Ich muss sagen, ich verehre ihn seit Santa Maria. Ja. Insel wie aus Träumen geboren. Diese Stimme wird immer in meinem Kopf sein. Und vor allem ein Mann, der den Song Sieben Fässer Wein performt hat, muss Stammgast ja. in unserer Sendung werden. Das ist sein neues Meisterwerk Perspektiven. Bitte begrüßen Sie Schlagergigant Sir Roland Kaiser. Herzlich willkommen. Roland Kaiser, meine Damen und Herren. Roland Kaiser! Toll! Lieber Roland! Gott, hab ich gelacht. Ich habe Tränen gelacht. Wirklich? Ich danke dir. Ja, klar. Das ist sehr lieb von dir. Bevor ich dir was zu trinken anbiete, stimmt das wirklich, was hier steht? Es war ein Konzert von dir 2020 innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Ja, naja, das waren die in Dresden, die Kaisermania waren. Die Kaisermania. 50.000 Tickets in knapp 12 Minuten. Ja. 50.000 Tickets in knapp 12 Minuten. Warst du enttäuscht, dass es nicht vor 10 Minuten schon... War ich nicht, nein. Ich hab, wer bist du, wollte ich noch? Wer sind Sie eigentlich? Ich möchte dir gerne Wasser haben, bitte. Wasser. Nur Wasser? Nur Wasser, ja. Aber es geht dir gesundheitlich gut. Ich habe so gelacht eben. Ich habe Kinder, ihr hört auch damit. Konnte mehr. Das konnte nicht mehr. Wer das bist du? Danke. Das ist schon toll. Vor allem... Wow, ja. Es ist für mich deswegen so beeindruckend, weil wenn man an Helene Fischer denkt, die übrigens in 2 Wochen hier ist, Helene muss sich natürlich überlegen, von welcher Ecke fliegt sie in die nächste, dieser wahnsinnige Show-Einsatz. Ja. Du kommst auf die Bühne und verachtest in Wahrheit jede kann Bewegung. Ja nicht fliegen. Du stehst auf, ich kann ja nicht fliegen. Ja, aber du was kommst raus und Leute lieben dich, ohne dass du irgendeine Art von Show machst. Der Anzug ist wahrscheinlich immer dasselbe. Erstaunlicherweise, ich habe schon verschiedene Anzüge. Du wirst dich wundern. Ja. Aber findest du nicht auch, weil ich habe dich natürlich schon als Kind gesehen in der ZDF-Fit-Parade. Ja. Der große Moment, Roland Kaiser kommt. Ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt so sehe, dass du immer lieber auf der Bühne bist, dass das jetzt so quasi fast viel irgendwie cooler ist für dich selber. Auch. Also ich will mal sagen, ich fühle mich heute wohler auf der Bühne als früher. Richtig, ja. Woran liegt das? Was, weil du so viel erlebt hast? Es mag an dem Alter liegen und an der Entspanntheit. Ich finde, heute habe ich viel mehr Vorfreude als Lampenfieber oder ähnliche Sorge. Wo gehst du hin? Wir haben so einen Deppert. Cooler. Da ist ein so Cooler, was der überhaupt keinen Sinn macht, weil es draußen ungefähr 5 Grad hat. Ja. Und auch hier drin. Ja, ist nur wegen Stromverbrauch. Schon gemütlich hier drin. Schon ja. Also fällt ja. Ich habe auch bei mir auf Tour immer so ein Ergometer mit und muss auch fahren. Ja, Strom natürlich, klar. Aber wie geht's dir gesundheitlich? Wir wissen ja von dir, du hast über COPD eine. Und die Lunge hält? Letztes Mal war ich 2020 bei euch. Immer noch ganz, ja. Ja, und kann man mit der Lunge, ist es so, kannst du bis zu deinem, ich wünsche dir ein langes Leben, bis du 100 bist, kannst du mit der Lunge leben? Das kann leben? Ich tun, ja. Fantastisch. Und wie ist der Albumtitel Perspektiven gemeint? Da geht es um dich, dass deine Perspektiven... Die Sicht auf das Leben ändert sich im Laufe des Lebens, logischerweise. Ja. Und ich habe auch hier versucht, da mal das Thema Zweisamkeit auch in Dreisamkeit auszuweiten und ähnliche Dinge. Aber kann man da Rückschlüsse auf dein eigenes Leben ziehen? Das kann man nicht, ich bin ein Geschichtenerzähler. Ja, du bist nur der Interpret. Aber ist es ein Wunschdenken? Nein, es ist eine Geschichte, die ich erzähle. Du weißt schon, dass morgen in der Zeitung geschrieben wird, Roland Kaiser will einen Dreier. Das stand schon in den Zeitungen. Das hat schon mal nicht gestimmt, aber es ist interessant, dass die Medien sich sofort darauf stürzen, wenn man so ein Lied heißt, du, deine Freundin und ich. Ja. Und erzählt die Geschichte eines Menschen, der eine Frau fragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, du, deine Freundin und ich, aber die keine Antwort kriegt. Ja. Ja. Könntest du dir vorstellen, einen Schlagersong zu schreiben über eine Beziehung zwischen einem Mann und einem Bartgeier? Ja, aber nicht gleich. Also ich habe da noch einen Song, dort heißt er, sie und er. Das ist auch eine schöne Geschichte. Deine Songtitel sind ja hochinteressant. Unsere Redaktion hat sich die Mühe gemacht, aus deinen interessanten Songtiteln einen erotischen Roman zu verfassen. Ja, das geht sich aus. Kapitel 1, Anbahnung. Hier finden sich die Titel, hier fing alles an. Amore mio, 7 Fässer Wein. Midnight Lady, ich will dich ganz allein für mich, ganz oder gar nicht, was wäre wenn. Zweites Kapitel, Einigung, man geht gemeinsam nach Hause. Da passen die Titel, ich mit dir, wohin du willst, in der Ghetto. Kapitel 3, es kommt zur Sache. Hier passen die Kaisertitel Heute und Hier, Amore, Amore,
lang nicht mehr gemacht. Im Dunkel der Nacht. Ja, sind sie. Sie weiß genau, was sie tut, wenn sie es tut. Haut an Haut, südlich von mir. Im fünften Element, ganz weit vorn. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ja, klar. Und sehr gut auch ausgebrannt und leer. Dann nächstes Kapitel, Nacht ist vorbei. Da passen die Titel Dankeschön. Ich fege die Sterne zusammen. Ich habe dich tausendmal geliebt. Nachgefühl, war das eine Nacht? Eine Nacht, die ich nie mehr vergessen kann. Wohin gehst du? Wie heißt du? Wer bist du? Bist du? Wo kommst du her? Das finde ich toll. Ja, kann ich mehr. Und letztes Kapitel, er poppt dann nur mehr herum mit anderen. Da passen die Songs Meine Ex ist wieder frei. Frauen, Gloria, Veronika, Joanna. Wind auf der Haut und Lisa. Das waren ausschließlich Roland Kaiser Songtitel, die einen guten erotischen Roman ergeben hätten. Finde ich toll, oder? Toll. Wie viele Songtitel hast du geschrieben? Weißt du? 500 oder so. 500 Songs geschrieben. Ich habe gesungen und ungefähr 400 geschrieben. Sind Sie der Matzle? Ja, ich bin der Matzle. Das freut mich. Hast du schon mal ganz normal, wie normaler, ein Eis gegessen? Ich wollte gerade sagen, ich lecke auch Eis übrigens. Genau wie der Matzle. Genau wie der. Ja, aber wie ein normaler Hoffnung. Wie ein normaler Matzle, ja, natürlich. Ja. Ich war gerade vor 3 Tagen in der Wachau Eis essen. Wirklich? Ah. Welche Beziehung hast du zu Österreich? Gute. Ich habe dir meinen 70. Geburtstag gefeiert in Tirol. Mit der ganzen Familie und guten Freunden. Warst du im Goldenen Dächel? Genau das. Und da gibt es auch jetzt einen Kaiserblick. Den haben sie mir geschenkt. Da schaust du zum einen in die Schweizer Bergwelt hinein und links kannst du in den Ordner sehen. Heißt der wilde Kaiser auch wegen dir so? Den haben sie mir geschenkt, ja. Oh. Ich war zum 27. Mal da. Wie ist es, jetzt ernsthafte Frage, wie ist es, wenn Roland Kaiser ein Eis essen will tatsächlich oder in den Supermarkt geht? Ist das ein Spießrutenlauf? Nein, überhaupt nicht, nein. Man muss ein Handyfoto machen, klar, aber das ist ja nicht schlimm. Hast du schon mal so handfesten Ärger gehabt mit jemandem? Weil Leute ja oft sehr aufdringlich sind. Jetzt auch bei der Queen ist ja jemand Feiner, mit zum Fotografen, Sarg gelaufen. Mit dem Fotografen mal. Mit dem Fotografen? Ja, ja. Ah, wirklich? Hast du den... Okay. Nee, so wie Grönemeyer. Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung, ja. Prügelei? Darüber wollen wir nicht reden. Nein, darüber wollen wir nicht reden. Das ist eine lustige Sendung. Die Kamera kaputt gemacht. Du hast ihm die Kamera kaputt gemacht? Zu Recht. Vollkommen zu Recht. Davon gehe ich aus. Ich glaube ja, aber das hat das Gericht anders gesehen. Warst du im Gefängnis? Nein, ich war natürlich nicht. Das war einfach so, der hat meine damalige Frau fotografiert, während sie schwanger war. Ich wollte das nicht, das war im öffentlichen Strand. Ja, hör jetzt auf. Nein, ja, peng. Und dann, ja. Dann ja, ich. Verstehe ich. Geldstrafe. Ja, Deutsche Rote Kreuz, ja. Du kannst es dir wahrscheinlich leisten. Kann man sich Roland Kaiser als reichen Mann vorstellen? Ich bin jemand, dem es gut geht und meiner Familie auch, ja. Ja. Wirst du das Licht anmachen im Winter? Ja. Du auch? Ich auch, ja. Gut. Bei ihm. Bei ich? Du kannst jetzt wirklich Leute fertig machen, wenn du zu ihnen gehst und, weiß nicht, Heizung aufdrehen, Licht anmachen. Roland Kaiser, es wird nicht einfach werden, ganz ist sicher. Bekannt dafür, dass er sich auch zu aktuellen politischen Debatten äußert. Und ich habe ein Interview von dir gelesen, da war ich beeindruckt, dass aus der Schlagerbranche gibt es ja da wenige, die zum Beispiel sich fürs Gendern einsetzen. Du bist einer, der sagt, das Gendern in der Sprache ist wahnsinnig wichtig. Ich glaube, Sprache verändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Und ich finde es sperrig und dumm, sich dagegen komplett zu wehren, sondern zu sagen, ich muss doch akzeptieren, dass eine neue Generation sich damit anders auseinandersetzt, mit Minderheiten, mit Menschen, die anders denken, die anders leben, anders lieben wollen. Warum soll ich das generell verneinen? Ja. Ich halte das für dumm und kurzsichtig. Aber ist es so, dass es, ja, Applaus, völlig richtig. Ich habe es nicht geschafft. In meine Alltagssprache ist es noch nicht so eingezogen. Hältst du auch zu diesem kleinen Abstand, diese kleine Pause, die man in Wahrheit halten muss? Zuschauerinnen. Ich sage immer ganz Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Traditionell, weil ich will beide bedenken und
bleibe bei der höflichen Formel, die Damen zuerst zu nennen. Aber ich glaube, das merkt das Publikum auch bei dir, dass du immer mit der Zeit gegangen bist. Es sind erstaunlich viele junge Menschen bei deinen, ja, bei deinen Konzerten. Stimmt, ja. Fast mehr junge als Menschen in deinem Alter, kommt mir vor, oder? Ja, ganz sicher. Wir haben bestimmt 40% unter 30, ja. 40% unter 30, ungefähr, davon können wir nur träumen mittlerweile. Ja, 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 nein, komm, ja, nein, nein, ernst, das ist hochinteressant. Also wie schafft man es, als du bist vor wenigen Monaten 70 geworden, Gratulation nochmal, wie schafft man es, als doch alter, weißer Mann des Schlagers so viele Junge zu begeistern? Das ist mir eigentlich ein Rätsel. Also ich könnte mir vorstellen, meine Tochter hat das mal sehr schön formuliert, die hat mir gesagt, weißt du, du versuchst dich uns nicht anzupassen und uns möglichst noch zu übertreffen in deiner Sprachauswahl und deiner optischen Darstellung, bleibst im Dreiteiler bei 35 Grad draußen mit Krawatte. Das schätzen wir sehr, dass du dich nicht verbiegst und versuchst uns noch zu zeigen, wie jung du bist. Ja. Und du nickst dann schweißgebadet und sagst, ja, stimmt. Ja. Genau, ja. Nein, warum machst du das wirklich? Bist du bei 35 Grad im Dreiteiler? Ja, klar. Und Krawatte? Ja, klar. Aber nicht, bist du nicht komplett verschwitzt drunter dann? Geht eigentlich. Hast du ein Unterhemd auf jeden Fall? Nein, ich habe, wie es geht, weil ich wirklich bin ein sehr, sehr fleißiger Mensch, ich treibe sehr viel Sport und bin konditionell gut aufgestellt. Deswegen, das heißt, du schwitzt nicht? Du bist weder Arschschwitzer noch Achselschwitzer? Nicht sehr stark. Nicht sehr stark? Ja. Ja. So bleibt er immer. Für mich ist das etwas, das hat mit Achtung von dem Publikum zu tun. Ich ziehe mich gerne an für die Menschen und bereite mich vor. Und deswegen gab es auch die Auseinandersetzung mit dem Fotografen am Strand, weil du da in Badehose... Das war privat, lange Zeit her, aber ich finde, ich war am Recht. Aber bist du am Strand im Dreiteiler? Nein. Da war eben die Badehose. Du vielleicht? Ich kann keine Krawatte binden und habe auch nie drei Teile. Ich kann dir das beibringen. Ja, das wäre ja, ist das nicht sehr schwierig, wäre vielleicht Krawatten ganz binden? Gut. Das geht. Ja, Kaiser, dir ein bisschen Eleganz beibringen. Ist sie vorgebunden? Kaufst du sie so vorgebunden? Nein. Die Fliegen sind vorgebunden, ja, bitte. Lieber Roland, du wirst den Song Es ist alles okay performen. Ja. Und dieser Song, korrigier mich, wenn ich nicht richtig liege, ist sozusagen die Bilanz deines Lebens, dass alles halbwegs okay gelaufen ist. Der Song Ist alles okay soll heißen, bei all den Fehlern, die wir machen im Leben, wenn man hinterher eine Bilanz sieht und man dann gerade im Moment steht und sagt, es ist alles okay gelaufen, alles gut, kann man machen. Ja. Also ich dann würdest du diese Bilanz auch ziehen so? Würdest du sagen, es ist eigentlich überraschend, vor allem nach dem Anfang deines Lebens, also, wo es etwas komplizierter noch alles heute, war? Wenn ich mein Leben heute ansehe, ich habe eine wunderbare Familie, eine tolle Frau, ich habe ein wunderbares Publikum, es geht mir persönlich gut. Was soll ich jetzt noch verlangen vom Leben? Wie viele Termine machst du im Jahr? Konzerte im Jahr 60, 70. 60, und, das heißt, 70, immer noch. Und man muss sich auch die Frage stellen, ist so eine Lightshow, die du offensichtlich hier veranstaltest, bei deinen Auftritten nicht auch zynisch bei diesen Strompreisen, die wir heute... Ich muss abwarten, bis es soweit ist. Wir gehen jetzt im Oktober auf Tour, sind im November hier in Wien und mal schauen, bis... Ich kann voll theoretisch im Dunkeln auftreten. So eine Unplugged-Show von Roland Kaiser, das muss mir das Geiste sein, wo nur die Stimme im Mittelpunkt ist. Und der Kopf weg, alles weg, nur die Komplett Stimme. Komplett alles weg. Ja, man sieht dich auch gar nicht. Man hört nur die Stimme. Dann muss ich ja mich nicht schminken, kriegst du. Dann kann ich auch mit der Gons rauslaufen. Genau. Bewegen tust dich ja eh kaum. Ja, eben. Ja, wir reden drüber. Die Leute haben die Feuerzeuge, Feuerzeuge gibt es nicht mehr wegen Gas. Ja. Ja. Kommt mir entgegen, wenn ich mich nicht bewegen muss, klar. Wir werden das alles besprechen in Ruhe, bei der Aftershow-Party.